Exakt ein Jahr liegt zwischen den wichtigen Reden zweier US-Präsidenten an die Nation zum Thema Corona per TV. Im März 2020 war es Donald Trump, der die Widerstandskraft der Vereinigten Staaten beschwor und einen Einreisestopp für Europäer verhängte. Im März 2021 gilt dieser Einreisestopp noch immer und Joe Biden besiegelt das größte Konjunkturpaket in der US-Geschichte. Joe Biden nennt es ein historisches Gesetz. Der Präsident unterzeichnet das 1,9 Billionen Dollar schwere Hilfspaket, das, wie er sagt, das Rückgrat des Landes wieder aufbauen soll. Mit Arbeitslosenhilfen, Steuernachlässen, Milliardeninvestitionen. Biden hat die Zeremonie einen Tag vorverlegt mit doppelter Botschaft: zügig handeln und Zuversicht verbreiten. Darauf baut er auch seine erste Fernsehansprache auf, mit der er den weiteren Weg aus der Pandemie aufzeigen will. Dazu zählt, spätestens ab 1. Mai sollen Impfungen für alle über 18-Jährigen in den USA angeboten werden. Dank der Arbeit, die wir geleistet haben, werden wir bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle Erwachsenen in Amerika haben. Das ist Monate vor dem Zeitplan. Biden setzt auf Massenimpfzentren, tausende Apotheken und mobile Impfteams. Bislang sind gut 10% der Amerikaner vollständig geimpft, über 33 Millionen Menschen, ein hohes Tempo. Der Präsident erinnert aber auch daran, dass die USA seit Beginn der Pandemie 530.000 Corona-Tote zu beklagen haben, mehr als jedes andere Land. Selbst wenn es für jeden anders war, haben wir alle etwas verloren. Es ist ein kollektives Leiden, ein kollektives Opfer. Gemeinsam müsse der Kampf gegen das Virus weitergehen. Dann der hoffnungsvolle Ausblick auf den 4. Juli, an dem wegen der Impfungen wieder kleine Familienfeiern möglich sein könnten. Nach diesem langen, harten Jahr wird dieser Unabhängigkeitstag etwas ganz Besonderes sein. Ein Tag, an dem wir nicht nur unsere Unabhängigkeit als Nation feiern, sondern auch beginnen, unsere Unabhängigkeit von diesem Virus zu feiern. Amerika kommt zurück. Das ist das Versprechen des Präsidenten an seine Landsleute. Joe Biden stellt also Lockerungen in Aussicht, aber eben erst in ein paar Monaten. Einige Bundesstaaten in den USA lockern aber längst. Die Begründung: fallende Neuinfektionszahlen. Im Bundesstaat Texas beginnt zum Beispiel jetzt das erste Wochenende ohne Maskenpflicht. Außerdem dürfen Restaurants, Bars und alle anderen Betriebe wieder mit voller Auslastung arbeiten. Über die Reaktionen in Austin, Texas, berichtet unser Reporter Oliver Sallet. Texanisches Barbecue mal anders. Auf diesen Tag haben Sie alle gewartet. Die Maskenpflicht ist abgeschafft und die Mitglieder des WTF-Motorradclubs verbrennen, was Sie für ein Symbol der Unterdrückung halten. Das ist ein toller Tag für uns. Wir sind begeistert, dass so viele mitmachen. Wir feiern unsere Freiheit, denn darum geht es hier heute. An der Universität in Austin darf sich bald jeder über 50 impfen lassen. Aber durch die neuen Mutationen machen sich viele Sorgen, dass das Ende der Maskenpflicht zu früh kommt. Wir sind noch weit entfernt von einer Herdenimmunität. Ich trage die Maske weiterhin. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und jetzt könnten die Zahlen wieder hochgehen. Das war keine gute Idee. März und April werden entscheidend sein beim Eindämmen der Pandemie. Taylor Siebert hat seine Brauerei wieder geöffnet. Seine Gäste sollen dennoch weiterhin eine Maske tragen. Er sagt, der Bundesstaat Texas habe ihn und das Gaststättengewerbe im Stich gelassen. Die Maskenpflicht hat uns die Möglichkeit gegeben, die Hygieneregeln selbst einzufordern. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt, um unsere Mitarbeiter und Gäste zu schützen. Freund oder Feind, die Mitglieder des Motorradclubs haben ihren Masken einen Tritt verpasst. Texas hat die Maskenpflicht abgeschafft. Eine Reportage von Oliver Sale, der jetzt wieder in Washington ist. Wie kommt es denn an in der US-Regierung? Joe Biden hatte ja in seiner Rede zuletzt betont, dass die Infektionsschutzregeln weiterhin zentral sind.
Ganz genau. Und deswegen kommt es auch überhaupt nicht gut an, natürlich. Joe Biden betont das gebetsmühlenartig immer wieder, dass es jetzt zu früh sei, auf die Masken zu verzichten. Und das Gleiche kommt auch aus der Wissenschaft und von der US-Seuchenschutzbehörde, dem CDC, die also alle sagen, jetzt bloß nicht auf die Maskenpflicht verzichten. Die große Sorge ist natürlich, und das haben wir im Beitrag ja auch gesehen, dass die Infektionszahlen jetzt wieder hochgehen. Aber bei manchen Amerikanern kommt es eben auch gut an. Und es steckt auch ein politisches Kalkül dahinter. Der texanische Gouverneur Greg Abbott, der steht beispielsweise 2022 zur Wiederwahl und geht da sicherlich auch auf Stimmenfang jetzt im konservativen Lager. Aber heißt das auch, dass die Bundesstaaten, die jetzt lockern, tendenziell republikanische regierte Bundesstaaten sind? Oder ist die Sache nicht ganz so einfach? Das kann man schon so sagen. Also es geht in die Richtung. Texas, ein Beispiel, Mississippi, auch republikanisch geführt. Die heben die Maskenpflicht auf. Andere republikanische Staaten hatten nie eine, also beispielsweise South Dakota. Und es ist einfach ein großes Politikum, das Thema Maske, und wird hier wirklich so zur Glaubensfrage hochstilisiert in den USA. Da geht es dann plötzlich um Freiheit, um amerikanische Werte bei den Republikanern. Die Demokraten setzen dann im Gegensatz eher auf Wissenschaft und darauf, Menschenleben zu schützen. Und die Sorge ist eben auf der Seite der Demokraten, dass die Lockerungen zu früh kommen. Jetzt hat Joe Biden also vorgelegt, das Konjunkturpaket, andere Sachen versprochen. Wie bewerten die US-amerikanischen Bürgerinnen und Bürger sein Krisenmanagement bisher? Es kommt überwiegend gut an. Also die letzten Umfragen sehen 60% der Amerikaner, die sagen, dass Joe Biden in der Pandemiebekämpfung einen guten Job macht. Also er hat auch einen ganz anderen Tonfall, setzt eben auf die Wissenschaft im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Aber man muss auch ganz klar sagen, gerade wenn es ums Thema Impfungen geht, dann ist ein Teil Joe Bidens Erfolges auf seinen Vorgänger Donald Trump zurückzuführen. Denn der wurde zwar sehr kritisiert, dass er in der Eindämmung der Pandemie versagt hat, aber er hat ganz schnell große Mengen von Impfdosen aufgekauft, und das ist die Grundlage für Joe Bidens Erfolg. Der führt das jetzt natürlich fort, hat das Thema wirklich zur Top-Priorität seiner Regierung gemacht, und das kommt gut an bei den Amerikanern. Und lässt manche vor Neid erblassen. Oliver Sallet, vielen Dank für die Einschätzung aus Washington. Ja, Neider sind hier zum Beispiel in Europa. Weitere wichtige Nachrichten mit Blick auf die Pandemie haben wir jetzt im Überblick, unsere Coronews. Laut Europäischer Arzneimittelbehörde werden ab sofort schwere allergische Reaktionen als weitere Nebenwirkungen des Impfstoffs von AstraZeneca aufgeführt. In Großbritannien seien entsprechende Fälle gehäuft aufgetreten. Die EMA untersucht zudem, ob AstraZeneca Blutgerinnsel verursacht. Einige Staaten haben die Impfungen mit dem Mittel ausgesetzt, nachdem in Dänemark eine Frau gestorben ist. Die Weltgesundheitsorganisation sieht keinen Zusammenhang. Olympiagastgeber Japan wird seine Sportler nicht mit dem Vakzin aus China impfen. Ein solches Angebot habe man auch nicht erhalten, erklärte Japans Olympiakomitee. Am Mittwoch hatte der Vorsitzende des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, angekündigt, Impfstoffe in China einzukaufen, um damit Athleten vor den Spielen in Tokio Ende Juli zu impfen. In Japan ist der chinesische Impfstoff jedoch nicht zugelassen. Das Robert-Koch-Institut stuft die Balearen nicht mehr als Risikogebiet ein. Die spanischen Inseln gelten als bevorzugtes Reiseziel vieler Deutscher. Urlaub auf Mallorca etwa ist für sie dann wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Das RKI hat auch einige Regionen auf dem spanischen Festland sowie weite Teile Portugals von der Liste der Risikogebiete gestrichen.